Ja, es tut sich momentan viel. Ich würde auch sagen, lass uns jetzt starten. Jetzt haben wir schon die ersten 6 Minuten oder 7 Minuten schon Genau. gequatscht. Ich denke, sind die meisten drin. Wir Also wollen nicht über dann. Politik sprechen. Du möchtest ein bisschen was über die Situation für Trader, für Investoren berichten, wie die fachlichen Dinge aussehen. Da bist du Experte. Ich würde sagen, steigen wir da einfach direkt ein und damit die Menschen wissen, auch in Deutschland, wie da die aktuelle Situation sich für Investoren ab dem 1.1. ändert. Ja, genau. Also es tut sich momentan weltweit viel. Auch in Deutschland tut sich viel. Da wird ja durch die aktuelle Krise auch ja, an verschiedensten Stellschrauben gearbeitet, um gegebenenfalls noch mehr Steuergelder aus der Bevölkerung rauszupressen. Dieses Mal diese neue Steuerreform oder Steuergesetzgebung, die dann halt 2021 in Kraft treten wird, trifft hauptsächlich Cut-Anleger in Deutschland und Derivate werden damit dann ja, schlechter gestellt, kriegen eine eigene Steuerumgebung. Ich habe da auch einen sehr, sehr ausführlichen Artikel zugeschrieben auf meinem Blog, ja. Aktiengewinne versteuern, 4 Setups für steuerfreie Aktiengewinne und Kapitalerträge. Und hier bin ich halt wirklich, also für alle die Trader oder für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, bin ich halt wirklich sehr, sehr detailliert auf diese Neuregelung ab 2021 eingegangen, ja, dass man zum Beispiel halt dementsprechend Verluste nur noch bis zu 10.000 Euro mit Gewinn verrechnen darf aus Kapitalvermögen oder Kapitalerträgen und dann halt auch nur bestimmte. Und das macht es halt letztendlich sehr, sehr unattraktiv für Daytrader oder generell für private Trader, die sich privat organisiert haben in Deutschland und privat traden, weil halt dadurch halt letztendlich das Trading komplett, ja, es ist einfach nicht mehr möglich, das wirklich profitabel zu machen. Man kann zwar weitere Verluste ins nächste Jahr verschieben, aber trotzdem ist es halt letztendlich, es ist sehr, sehr unattraktiv, ja. Und wer wirklich davon lebt, der hat jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder Deutschland zu verlassen oder in Deutschland eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Und dieses Thema Kapitalgesellschaft gründen in Deutschland, da bin ich hier unten auch nochmal drauf eingegangen. Also du siehst hier, du musst dein Einkommen neu organisieren. Also eine Kapitalgesellschaft ist möglich in Deutschland, zum Beispiel eine GmbH oder auch UG zu gründen, das darüber zu machen. Allerdings, was halt einem nicht erzählt wird in den meisten Fällen, ist, dass man dadurch automatisch in die Wegzugsbesteuerung kommt in Deutschland, die ab 2021 auch wieder verschärft wird. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, sehr, sehr ausführlich in unserem Blog. Das heißt, wenn du jetzt Trader bist und du gründest eine Kapitalgesellschaft, hältst die privat die Anteile, bist Gesellschafter, dann fällst du unter die Wegzugsbesteuerung. Und wenn du dann Deutschland verlassen möchtest in Zukunft, wenn du dann sagst, ich möchte nach Zypern gehen, weil halt eben dann dementsprechend die Wegzugsbesteuerung auch ab 2021 verschärft wird, kannst du noch nicht mal mehr innerhalb der EU steuerbegünstigt auswandern. Das heißt, dann wird diese Wegzugsbesteuerung auch fällig. Zwar dann auf 7 Jahre gestundet, aber trotzdem, vorher war es jetzt, also aktuell die Regelung ist noch in diesem Jahr, dass man halt EU-weit ja, komplett diese Wegzugsbesteuerung stunden lassen kann, zinsfrei, auf unbestimmte Zeit. Und das macht es halt interessant, jetzt für dich quasi noch in 2020 also eine Lösung zu finden, wenn du wirklich sagst, du kannst gar nicht auswandern aus Deutschland, du willst unbedingt in Deutschland bleiben, weil deine Familie dort ist und du kannst es einfach nicht vorstellen, dann such mal in unserem Blog nach Genossenschaften, Familiengenossenschaften. Da kann ich dir empfehlen, mit dem Sven einen Call zu machen. Der kann dir eine Genossenschaft als Holding gründen. Dann hat man halt zusätzlich dementsprechend eine Kapitalgesellschaft, wenn jemand tradet, die aber der Holding gehört, also der Genossenschaft. Man kann auch noch zusätzlich eine vermögensaufbauende Gesellschaft gründen, eine GmbH, die halt dann Vermögen aufbaut. Das ist dann alles der Genossenschaft gehört. Die Genossenschaft gehört eben dir nicht selber, sondern man hält nur Anteile an einer Genossenschaft, Mitgliedsanteile und dementsprechend ist diese Thema Erbschaftssteuer und Wegzugsbesteuerung optimiert, ja. Und hast auch eine extreme Steuersparnis, als wenn man es als Privatperson die Gesellschafteranteile hält. Das jetzt nur noch mal als Hinweis hier. Ansonsten jetzt in diesem Webinar gehen wir auf das Thema Zypern ein. Also den gesamten Artikel hier zum Durchlesen findest du, wie gesagt, auf goodbymatrix.com/trading21. Da sind dann alle aktuellen Änderungen dann auch zu sehen und kannst dir das nochmal durchlesen. Ja. Und heute möchten wir uns auf das Thema Zypern auswandern konzentrieren. Und dafür habe ich dir auch eine extra Präsentation vorbereitet. Ich muss das kurz hier alles einstellen. So. Jetzt müsste die Präsentation kommen. Sieht man die, Stefan? Ja, sie ist da. Am besten noch Okay. auf Vollbild gehen. Ja, eine Sekunde. So, jetzt müsste es Vollbild sein, ja? Ja, Ist wobei gut du jetzt? unten noch. Ja, jetzt ist super. Ja, mach. Okay, super. Also, perfekt. Das ist jetzt unsere Präsentation, die wir vorbereitet haben. Trading, Steuer 2021 umgehen, also in Bezug auf Deutschland, indem du nach Zypern auswanderst.
Dann noch ein kurzer Disclaimer vorab. Natürlich ist dieses Video hier keine Steuerberatung oder Rechtsberatung, logischerweise. Wir arbeiten mit zugelassenen Steuerberatern in Deutschland, aber auch in Zypern zusammen. Das heißt, wenn du da Hilfe brauchst und möchtest wirklich alles rechtssicher abwickeln, dann geht das natürlich letztendlich über unser Partnernetzwerk, über unsere Steuerberater, an die wir dich dann verweisen, mit denen du es dann auch alles rechtssicher umsetzen kannst. Genau, lieber Stefan, dann sag doch noch mal kurz was zu uns. Ja, genau. Wer sind wir? Ich stelle dich mal direkt mit vor. Du bist der Gründer von Goodbye Matrix, Experte zum Thema Auswandern, Internationalisierung, Steueroptimierung, weltweite Wohnsitznahme und damit auch mit, ja, kann man sagen, die größte deutschsprachige Community in diesem Fachbereich. Und mein Name ist Stefan Behrens. Ich bin Goodbye Matrix Botschafter hier für Zypern und organisiere seit mittlerweile dreieinhalb Jahren die deutsche Zypern-Unternehmer-Community und die über Zypern hinaus beliebten Stammtische in der Region Larnaca immer am ersten Mittwoch im Monat und führe hier auch entsprechend die Auswanderungsberatung und die ganzen Dinge mit Interessenten durch, Gespräche bei Steuerberatern, Immobilienmaklern und biete das Setup, wenn du hier nach Zypern kommen möchtest und dich mehr oder weniger ins gemachte Nest setzen möchtest. Ich habe gerade gestern nochmal mit einem Freund gesprochen, der seit 18 Jahren hier lebt und der sagte mir, du, damals, wo ich hier hinkam, da gab es kaum Deutsche, ja, so. Und mittlerweile gibt es viele tausend Deutsche, die auf Zypern leben, ja, und es werden permanent mehr. Und das Schöne ist, du kannst dich wirklich ins gemachte Nest setzen, ob du Familienpapa bist und hast zwei, drei kleine Kinder oder du bist Single oder bist allein, ob du 20 bist oder 40, 50, egal. Die Community, die deutschsprachige Community wächst nach wie vor sehr, sehr stark. Und das soweit zu meiner Person. Was bieten wir an? Geh gerne mal auf die nächste Seite. Na, jetzt kommen wir erstmal die Kapital, die Sache, wie die. Super, haben wir dann zum Schluss haben wir nochmal, glaube ich, eine Slide dazu. Genau. Ja, was ich noch kurz dazu anmerken will, du findest hier auch ganz unten rechts, findest du den Link, goodbyematrix.com/cy, also für Zypern abgekürzt. Ja. Dann kommst du auf unsere Botschafterseite dort, also vom Stefan und mir, da haben wir auch noch einen extra Webinar gemacht. Das dieses Webinar wird jetzt nicht so detailliert sein, so umfangreich, sondern eben detailliert und umfangreich über das Thema Kapitalerträge oder Trading in Zypern, aber eben nicht um diese ganzen anderen Sachen, die drumherum sind und auch gegebenenfalls, wenn man ein anderes Business betreibt, dafür dann halt einfach unser anderes Webinar anschauen. Das ist halt anderthalb Stunden, wirklich alles sehr, sehr detailliert beschrieben. Was sind die Vorteile von Zypern, wie funktioniert es und so weiter und so fort. Und ja, das wollte ich dir noch kurz hier mitgeteilt haben und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit der Möglichkeit eben in Zypern Kapitalerträge zu wirtschaften. Und in Zypern ist es so, dass eine komplette Befreiung von Kapitalerträgen da ist, bei der Veräußerung von Wertpapieren oder halt auch Securities genannt. Ja. Und das Wort Wertpapier oder Securities ist halt im Einkommensteuergesetz Nummer 118, Nummer 1 aus dem Jahre 2002 zu finden. Ich habe auch hier ganz unten den Link. Siehst du das auf Englisch, das Cyprus Tax Law, Income Tax Law verlinkt. Also du kannst das alles nachvollziehen, nachprüfen, wenn du das möchtest und wie gesagt auch Kontakt aufnehmen zu unserem Steuerberater. Du findest auch den Kontakt zum Steuerberater entweder über den Stefan oder halt auch auf der Webseite, wenn du die besuchst. Da kannst du auch direkt einen Termin dann buchen. Ja, also was steht jetzt im Einkommensteuergesetz? Das habe ich halt hier frei jetzt übersetzt aus dem Englischen. Unten findest du den englischen Originalparagraphen. Also Aktien, Schuldverschreibungen, Obligationen, Schuldscheine, Gründeraktien und andere Titel von Gesellschaften oder halt Wertpapiere von anderen juristischen Personen, die in Zypern oder im Ausland gegründet wurden und Rechte daran haben. Also da siehst du halt, das Original auf Seite 9 ist zu finden. Und dann gibt es halt den Part 3, Imposition of Tax, den Artikel 8, Exemptions. Und dort ist halt auch nochmal ganz klar, beschrieben, was jetzt letztendlich von der Einkommensteuer ausgenommen ist. There shall be exempt from the tax any income of from dividends and profit from the sale of securities. Also das heißt, Dividendeneinkommen ist steuerbefreit, unterliegt keiner Besteuerung, keiner Quellensteuer. Und halt auch das Thema, wenn du halt Kapitalerträge machst aus Wertpapieren. Jetzt ist natürlich das sehr, sehr allgemein gehalten, wenn man sagt, ja, man muss ja das definiert haben, was ist jetzt letztendlich die Security oder was ist das Wertpapier? Ja, weil sonst natürlich alle Wertpapiere oder alle Securities sind von der Einkommensteuer befreit, das sagt uns ja noch nichts, weil wir müssen ja wissen, wie sehen die Finanzbehörden, was ist jetzt eine Security? Und deswegen wurde ein Rundschreiben von den Einkommensteuerbehörden herausgegeben
Und in diesem wurden halt alle Finanzinstrumente halt aufgeführt, die halt eben unter diese Definition von Titeln, Securities oder Wertpapieren halt gemäß dieses Absatz oder diese Paragraphen halt fallen. Und das sind dann halt diese hier. Ich habe es halt auf Englisch rauskopiert, weil unser Steuerberater hat es mir auf Englisch gegeben und habe es dann nochmal zusätzlich auf Deutsch übersetzt. Ich habe es halt einfach nochmal auf Englisch gelassen, dass da, falls Übersetzungsfehler da sein sollten, dass es halt einfach passt. Also man sieht hier zum Beispiel, also alles, was mit Aktien zu tun hat, sind Securities, ja, Ordinary Shares, Founder Shares, Preference Shares, dann aber auch Optionen auf Wertpapiere, Schuldverschreibung, also Anleihen zum Beispiel, oder Bonds, auch Short-Positionen auf Wertpapiere, Futures, Forwards auf Wertpapiere, Swaps, die von Wertpapieren kommen, Hinterlegungsscheine auf Securities, dann auch Rechte von Forderungen auf Anleihen und Schuldverschreibungen, Indexbeteiligungen aus Wertpapieren und Rückverkaufseinbarungen oder Repos auf Wertpapiere. Also siehst du, es ist sehr, sehr breit gefasst, was eben nicht darunter fällt und was eben nicht als Security gilt oder als Wertpapier ist, das Thema Devisenhandel oder Forex. Da sind ja auch viele Trader sehr wahrscheinlich dabei, die auch sehr wahrscheinlich ihr Einkommen über Forex generieren. Da gehen wir dann gleich drauf ein, wie man das halt steueroptimieren kann. Aber Forex ist halt eindeutig eben nicht ein Security. Man kann trotzdem CFDs steuerfrei traden, wenn sie halt eben einen Index als hinterlegt haben oder einen Equity, also eine Aktie. Aber wenn jetzt der Handel von Fremdwährungen oder Fremdwährungsderivaten, also CFDs, das ist halt eben der Gewinn daraus, ist halt steuerpflichtig in Zypern. Aber es können natürlich auch genauso Verluste steuerlich geltend gemacht werden. Ja, also letztendlich, das ist, kann man verrechnet werden und dementsprechend nur auf dem Reingewinn, dann muss man Steuern zahlen. Und jetzt ist es halt so, wenn man als in Zypern als Non-Dom auftritt, dann ist es halt so, dass halt der Handel über eine Zypern Limited da in der Regel steueroptimierter ist, als wenn man es jetzt privat handeln würde bei Forex. Oder man sucht sich halt eine steuerfreie Auslandsgesellschaft. Da muss man halt schauen, sind die Einnahmen hoch genug, dass sich das lohnt mit den Verwaltungskosten und so weiter und so fort. Muss man die Kosten und Nutzen abwiegen. Und wenn man rein als Trader nach Zypern kommt, kann es halt auch Sinn machen zu sagen, okay, ich trade sowas wie Forex zum Beispiel oder auch Kryptowährungen über meine Limited, versteuere das dann dementsprechend zum Körperschaftsteuersatz von 12,5%, zahle mir ein Gehalt aus und werde dadurch halt auch ganz normal angestellt in Zypern und kann dann halt auch ganz legal meinen Wohnsitz dort begründen. Wie es halt dann gleich, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie man es dann machen könnte, genau. Und macht das halt eben nicht als Privatperson oder halt auch nicht über eine Auslandsgesellschaft. Das kommt drauf an, wenn man wirklich sehr hohe Beträge hat, sehr hohe Forex-Gewinne, kann natürlich auch gegebenenfalls eine Auslandsgesellschaft Sinn machen, dann einfach mal von mir beraten lassen und auch mit unseren Steuerberatern und dann schauen, was es da für eine Möglichkeit gibt. Das ist halt immer individuell. Hier gehen wir halt einfach auf das einfachste Konstrukt ein, alles über Zypern laufen lassen. Das ist halt eben auch, also ich bin ein Fan davon, einfach meinen Klienten einfache Lösungen zu geben, die nicht zu kompliziert sind. Es gibt dann halt auch viele Leute, die verkaufen einen die verschiedensten Konstrukte mit verschiedensten Auslandsfirmen und hier und da. Es kann Sinn machen, es kommt halt immer auf den Einzelfall an. Also da muss man halt schauen, aber trotzdem ist halt immer meine Devise so, so wenig wie möglich, so einfach gestaltet wie halt möglich, dass halt einfach letztendlich da wenig Verwaltungskosten da sind und halt man auch einen Überblick behält, ja. Genau. Und trotzdem halt ans Ziel kommt und steueroptimiert ist. So, wenn man jetzt rein theoretisch Forex traden würde als Privatperson, dann müsste man halt Einkommensteuer auf die Gewinne zahlen und hier siehst du halt, dass die Einkommensteuersätze ab 19.500 starten. Also du hast einen Einkommensteuerfreibetrag in Zypern von 19.500 €, was schon sehr, sehr hoch ist, ja. Und viele zahlen sich halt ein Gehalt aus der Zypern Limited, welches halt eben unter diesen 19.500 € bleibt, dass sie halt dementsprechend da keine Einkommensteuer zahlen müssen. Zahlen dann auf ihr Gehalt natürlich ihre Sozialabgaben. Man kann ja Stefan dann auch jedenfalls mehr zu erzählen, wie das so aussieht. Aber genau, das ist halt letztendlich, wie die meisten das machen. Und alles, was sie mehr zum Leben brauchen, wird halt als Dividende ausgeschüttet. Würde man jetzt Forex rein als Privatperson traden, müsste man es halt mit Einkommensteuer belegen. Und dann siehst du halt hier die Brackets. Also von 19.501 € bis 28.000 € fallen zum Beispiel schon 20% Steuern an. Und da kann man halt einfach dann gegenrechnen, wie viel Forex-Gewinne mache ich denn eigentlich? Oder eben aus anderen Sachen, die eben nicht als Securities gelten und lohnt sich das als Privatperson jedenfalls zu traden oder halt als Kapitalgesellschaft. In den meisten Fällen lohnt sich es halt eben über eine Zypern Limited zu traden, weil man halt auch dementsprechend wirtschaftliche Aktivität in Zypern ausführen muss. Also man sollte halt dann angestellt sein, dass man halt da dann sich anmelden kann, die Immigration alles machen kann in Zypern. Und also der Handel über die Gesellschaft, die Zypern Limited, wird halt wie folgt ausgehen. Die Zypern Limited öffnet ein Brokerkonto ganz normal, handelt Forex, verrechnet alle Verluste mit den Gewinnen oder mit Umsätzen, hat halt am Ende den Reingewinn raus
Und dieser Gewinn muss dann halt dementsprechend mit Körperschaftssteuer von 12,5% belegt werden, ja, was ja schon mal wesentlich besser ist als 20% Einkommensteuer zum Beispiel oder je nachdem, wie viel man halt dann einnimmt. Und ja, wie gesagt, man ist ja ganz normal eingestellt als Director von der Zypern Limited, kriegt sein Gehalt, welches halt eben möglichst unter 19.500 Euro pro Jahr liegt, zahlt dann halt darauf auf dieses Gehalt seine Sozialbeiträge und alles, was wir jetzt mehr brauchen, was wir halt dann uns ja, weiter auszahlen wollen, das zahlen wir uns dann als Dividende aus unserer Zypern Limited. Dadurch, dass wir halt Non-Dom sind, ich gehe gleich auf den Unterschied nochmal ein, Non-Dom und Domiciled Person, ist diese Dividende halt dann steuerbefreit und unterliegt auch nicht der Special Contribution, Defense Contribution und nur der National Health, vom National Health System der Abgabe aktuell. Und das ist dann halt letztendlich, wie man diese Forex-Geschichte komplett steueroptimiert machen könnte. Und alles andere könnte man rein theoretisch, also das Gute ist halt eben in Zypern, dass halt für die Limited genau die gleichen Regeln gelten wie für die Privatpersonen mit Kapitalerträgen. Das heißt, ich könnte, also ich kann auch meine Aktien rein theoretisch mit der Limited halten. Das ist halt die Frage, lohnt sich das? Macht das Sinn? Weil wenn halt eben schon Aktien sowieso steuerbefreit sind, ganz legal, dann kann man sich halt überlegen, einfach als Privatperson die zum Beispiel halten, so ein Aktiendepot. Und wenn man dann Dividenden ausgeschüttet bekommt, da gehen wir jetzt hier drauf ein, ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich kann halt, wie gesagt, das mit einer Limited halten, Dividendenaktien, ja, aber auch als Privatperson. Und wenn ich jetzt dann halt wirklich steuerpflichtig in Zypern werde und ich mein alleiniger Steuerwohnsitz in Zypern ist, hierfür, da gehen wir gleich noch drauf ein, wie es genau funktioniert, aber mal Minimum 60 Tage Anwesenheitspflicht, wenn man es über eine Limited macht, und nirgendwo anders steuerpflichtig ist, dann kann man halt eben das Anwesenheitszertifikat bekommen, dadurch halt dann das DBA, das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA, nutzen. Als Zypern Limited kann man es natürlich auch, wenn halt die Gesellschaft vor Ort ansässig ist und ihren Sitz dort hat. Und ja, dementsprechend verringert sich dann laut dem Doppelbesteuerungsabkommen die Quellensteuer von 30% in den USA auf 15%. Also da ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Deutschland mit der Steuer, die auf Quellen, auf Dividendenausschüttungen aus den USA zum Beispiel kommen. Mit der Abgeltungssteuer ist das natürlich auch nochmal ein ordentlicher Batzen, den man hier spart, ja, auf Zypern, weil das wird halt weiter in Zypern dann nicht mehr versteuert, weil du hast ja vorher gesehen, Quellensteuer gibt es nicht oder Dividendenbesteuerung gibt es eben nicht in Zypern, solange man halt auch in London ist, und dementsprechend würde man hier halt nur diese 15% Quellensteuer zahlen und kann sich dadurch halt auch schon mal viel sparen. Und viele haben halt in den USA, halten halt Anteile an Unternehmen, die halt Dividenden ausschütten, und dann ist das hier schon mal optimiert mit dem Zypern-Wohnsitz auf jeden Fall. Ansonsten kann man natürlich auch Gesellschaften nutzen, die ihren Sitz in anderen, sagen wir mal, Steuerparadiesen haben, die keine Quellensteuer haben, zum Beispiel Singapur oder UK, und dann hat man da natürlich dann auch gar keine Besteuerung, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird. Aber viele machen es halt, die meisten Dividendenaktien liegen natürlich in den USA, und hier hätte man dann schon mal auf jeden Fall das auch optimiert auf 15% runter. Also man kann die Securities steuerfrei traden, man kann die Quellensteuer aus den USA mit 15% auf 15% verringern und Forex letztendlich auf den wirklichen den Gewinn, also nach Abzug aller Kosten, 12,5% Körperschaftssteuer und keine Einkommensteuer, wenn man es richtig macht, und halt ein bisschen Sozialabgaben. Und deswegen ist halt wirklich Zypern ein Traumland für Trader. Ja, also es ist wirklich eins der besten Destinationen, wenn man wirklich alles offiziell haben will auf dem Blatt Papier. Und dadurch, dass man halt eben auch in der EU ist, hat man natürlich da auch, ist man ganz normal sozialversicherungspflichtig, hat seine Krankenversicherung, die aber auch EU-weit zum Beispiel gültig ist, kriegt auch seine Rentenpunkte, sogar mehr Rentenpunkte als in Deutschland. Und es hat halt viele Vorteile. Man ist auch relativ nah an Deutschland. Also das heißt, man kann jederzeit wieder zurückgehen. Man muss halt eben aufpassen, dass man halt alles ordentlich in Deutschland auflöst, dass man eben da nicht mehr steuerpflichtig ist, dass man halt bestehende, gegebenenfalls Wegzugssteuern beachtet mit einem Steuerberater. Ja, da haben wir auch Spezialisten, die das beachten können. Wie gesagt, wenn man zum Beispiel Anteile einer Kapitalgesellschaft hält, dann muss man auch sowas auf jeden Fall achten wegen Wegzugsbesteuerung. Dann ist immer auch noch Entstrickung. Wenn man jetzt aber rein als Privatperson immer getradet hat, dann unterliegt man in den meisten Fällen nicht dieser Wegzugsbesteuerung. Aber es ist natürlich immer gut, das, wie gesagt, alles von deutschen Steuerberatern noch gegenchecken zu lassen. Und dann löst man das komplette Setup Deutschland auf und wird komplett steuerpflichtig, baut seine neue Basis in Zypern auf und kann dann halt hier wirklich so extrem steueroptimiert traden und Handel betreiben. Ja? Jetzt nochmal kurz Unterschied, Domiciled Person, Non-Dom, da gehe ich halt drauf ein, weil ich halt gesagt hatte, man muss halt auch natürlich hier langfristig denken, das ist auch unsere Devise von Goodbye Matrix, dass wir halt langfristige Setups mit unseren Klienten versuchen aufzubauen. Steuerrecht, weißt du selbst, verändert sich so gefühlt täglich oder monatlich. Also das heißt, es ist sehr schwierig, langfristig was aufzubauen, aber
Durch die Gesetzgebung in Zypern haben wir die Möglichkeit, uns als Non-Dom anzumelden und sind davon dann 17 Jahre, gelten wir als Non-Dom, also Non-Domiciled Person. Und dadurch entfällt halt eben die Special Contribution for Defense. Das ist halt diese die Steuer, die normalerweise nur auf Domiciled Persons anfällt. Da gehe ich gleich noch auf ein, wann du eine Domiciled Person bist und wann Non-Dom oder Non-Domiciled. Und hier siehst du dann halt zum Beispiel, wenn du eine Domiciled Person wärst, würden 17% auf Dividendeneinkommen besteuert werden und Interest Income 30% und Rental Income auch. Aber wenn man halt als Non-Dom ist, ist man halt dementsprechend von diesen Dividenden, hat man halt keine SDC und auch nicht bei den Zinsen und so weiter. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz ein, was ist jetzt eigentlich der Unterschied, weil das für viele verwirrend ist. Yellow Slip, Domiciled und Non-Domiciled Person. Also der Yellow Slip ist das, wenn du dich registrierst in Zypern, wenn du zur Immigration gehst mit unseren Steuerberatern, unserer Anwaltskanzlei oder auch mit Stefan, der sich dann halt abgeleitet in diesem Bereich. Ja. Da darf ich ganz kurz mal zwischengehen. Das ist ganz wichtig, die kann man nicht remote machen, die Registration. Das heißt, du darfst mit den auswandernden Personen, also du und deine Familie, hier vor Ort zu dieser Anmeldung erscheinen. Diese Frage kommt immer wieder auch. Beim Yellow Slip musst du persönlich vor Ort sein. Genau, wichtiger Hinweis. Also es geht hier nicht, du kannst die Firma mit uns remote gründen, das ist kein Problem. Die Limited. Möglich. Aber zu diesem nicht. Musst du persönlich vor Ort sein. Genau. Also Yellow Slip ist letztendlich so ein gelbes Papier. Das kriegt man halt dann, wenn man sich angemeldet hat auf Zypern bei der Immigration. Und das muss halt nach spätestens 3 Monaten auch erfolgen, wenn man sich dort aufgehalten hat. So, Domiciled Person, wie ist das definiert? Das ist eine in Zypern geborene Person oder welche in den letzten 20 Jahren mindestens 17 Jahre oder mehr in Zypern steuerpflichtig gewesen ist. Und wenn das eben nicht auf dich zutrifft, also du warst keine 17 Jahre steuerpflichtig in den letzten 20 Jahren in Zypern oder du bist auch nicht in Zypern geboren, ja, hast auch keinen Familienhintergrund aus Zypern, dann kannst du dich als Non-Dom anmelden. Und dann entfällt halt eben diese Special Defense Contribution, SDC, und dann für 17 Jahre. Ja, und das ist halt letztendlich, warum es dann halt so interessant ist. Man hat halt Planungssicherheit für fast 2 Jahrzehnte und jetzt wurde halt seit März 2019 wurde auch eine neue Sozialabgabe eingeführt, National Health System. Und es liegt halt aktuell bei etwa 2,65%, die abgezogen werden müssen, auch bei Dividendeneinkommen. Oder die man abführen muss. Da darf ich ganz kurz auch nochmal ergänzen, wird auch GESI genannt, kurz abgekürzt General Healthcare System. Mhm. Und das sind beides die gleichen Systeme, ist praktisch das staatliche Gesundheitssystem hier auf Zypern. Du hast damit Zugang zu allen Krankenhäusern und Ärzten und Fachärzten. Genau. Ja, wo liegt jetzt der Vorteil, eben als Non-Dom zu gelten? Hatte ich ja gerade schon gesagt, laut SDC-Gesetz werden weltweite Dividenden mit 17% und Zinsen dann mit 13% besteuert, wenn man halt eben ein Domiciled Person ist und 75% der Mieteinnahmen mit 3%. Und wenn du jetzt Non-Dom bist, dann entfällt das eben halt für die nächsten 17 Jahre. Und somit sind halt Mieteinnahmen, Dividendeneinkommen und Zinseinkünfte davon komplett befreit. Aber wie gesagt, noch das, was Stefan gerade auch gesagt hat, dieses NHS, National Health System, die Abgabe muss man dann halt noch mit einkalkulieren. Ja, und seit Januar 2017 hat Zypern auch den Wohnsitz interessanter gemacht, um steuerpflichtig zu werden. Nämlich seit Januar 2017 muss man sich nur noch 60 Tage im Jahr in Zypern aufhalten, um steuerpflichtig zu werden. Das heißt, du hast extreme räumliche Freiheit. Kannst sagen, ich baue mir meine Basis in Zypern auf, bleib mal Minimum 60 Tage im Jahr dort. Das muss auch nicht am Stück sein, das kann halt auch 4x2 Wochen sein, ja, rein theoretisch. Aber Zypern ist sowieso so geil, da wird ja Stefan gerne was zu sagen, dass die meisten sowieso länger dort bleiben. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte eher so diesen Perpetual Travel Lifestyle machen, ich möchte aber trotzdem auch, weil ich viel Dividendenaktien habe, das optimieren und so weiter und so fort und ich will eigentlich da ein sauberes Setup haben, dann mache ich das halt alles in Zypern, baue mir meine Basis dort auf, habe dann eine Wohnung, ein kleines Apartment gemietet, habe dann meine Verbrauchsrechnung, halte mich halt 60 Tage Minimum im Jahr auf, vielleicht auch ein bisschen länger, ja, und reise dann den Rest des Jahres durch die Welt und achte halt darauf, dass ich eben nirgendwo anders steuerpflichtig werde. Also es geht jetzt nicht, habe ich auch immer mal wieder von Leuten die Frage, ja, Sergio, kann ich nicht einfach 60 Tage mich in Zypern aufhalten und dann die restlichen 10 Monate in Deutschland, dann bin ich ja in Zypern. Also das geht natürlich nicht, du bist nicht mehr in Zypern steuerpflichtig. Ja, also das wird so nicht funktionieren. Also man kann es nicht da sagen, ich pick mir nur die Rosinen raus und ich bin jetzt mal 60 Tage in Zypern und den Rest in Deutschland und dann muss ich keine Steuern mehr zahlen in Deutschland, das geht nicht. Ja, also diesen Zahn kann ich dann direkt auch mal hier ziehen nochmal. Aber wenn man halt sagt, ich achte halt eben darauf, dass ich nur zu Besuchszwecken zum Beispiel in Deutschland bin oder zu Erholungszwecken und bin halt mal 1-2 Wochen im Jahr oder auch so ein bisschen länger, ja, besuche meine Familie,
geh wandern, mach Urlaub dort, was weiß ich. Ja, das ist natürlich alles gar kein Problem. Aber das sind halt so Einzelheiten, die müssen wir dann sowieso in einer persönlichen Beratung besprechen oder halt auch mit unserem Steuerberater. Ja, 60 Tage oder 183 Tage Regelung, das ist halt auch nochmal so. Also die Voraussetzung, um die 60 Tage Regelung in Anspruch zu nehmen, ist, halt, wie gesagt, um steuerpflichtig zu werden, musst du halt, wie gesagt, Minimum 60 Tage anwesend sein in Zypern. Du darfst in keinem anderen Land der Welt steuerpflichtig sein zusätzlich, hatte ich ja auch schon angesprochen. Du musst eine wirtschaftliche Betätigung in Zypern ausführen, zum Beispiel über eine Limited oder auch ein Einzelunternehmen. Aber als Trader, wie gesagt, ist es in der Regel steuerlich interessanter, das über eine Limited zu machen. Da bist du halt alt angestellt. Dadurch hast du halt dann auch deine wirtschaftliche Betätigung in Zypern und kannst dich ganz normal anmelden. Und hast eine permanente, feste Wohnung in Zypern gemietet mit einem langfristigen Mietvertrag. Ja? Also es geht jetzt auch nicht zu sagen, hey, ich suche für 60 Tage eine Wohnung und dann bin ich wieder weg und kündige die Wohnung. Nein, es muss langfristig sein. Man kann natürlich diese Wohnung untervermieten und jemand anderes suchen, oder Touristen reinbringen, wie auch immer. Aber letztendlich muss man eine feste Wohnung haben. Ja? Das ist immer wichtig. Und ja, die alle anderen 183-Tage-Regelung, also das heißt, wenn ich mich jetzt rein theoretisch als Tourist in Zypern nur aufhalten würde und würde da länger als 6 Monate bleiben auf Zypern, dann würde ich nach 6 Monaten auch steuerpflichtig werden. Oder es gibt halt den High-Net-Worth-Individual-Status, dass man halt letztendlich, wenn man ein Mindesteinkommen aus Ausland hat, dass man sich halt als HNWI anmelden kann. Dazu dann weiteres ja, mit unserem Steuerberater am besten. Das ist für einige interessant, für einige aber auch gar nicht interessant. Also das muss man halt schauen, was das eigene Setup ist. Und da muss man sich aber auch 183 Tage im Jahr Minimum aufhalten in Zypern, um steuerpflichtig zu werden. Dann kann man eben nicht diese 60-Tage-Regelungen in Anspruch nehmen. Ja, jetzt nochmal zum Abschluss hier die Steuern im Überblick. Also Income Tax hatten wir ja gerade schon, bis 19.500 Euro Einkommensteuerfreibetrag. Dann siehst du hier Non-Dom, Type of Income, Dividends, Interest, also Dividenden, Zinsen und Mieteinnahmen. Das ist halt von der Income Tax. Dividends and Interest ist als Non-Dom exempt, also unterliegt nicht keiner Besteuerung. Rental Income ist taxable und die SDC eben bei allen dreien exempt, also befreit, weil halt letztendlich als Non-Dom man für 17 Jahre die Befreiung hat und als Domicile hier eben der Vergleich, dann siehst du es halt eben, dass du 17%, 30% und 3% von dem 75% Einkommen nochmal mit SDC belegen musst. Aber das hast du halt eben die ersten 2 Jahrzehnte nicht. Das heißt, du hast viel Planungssicherheit, du kannst in 2 Jahrzehnten sehr, sehr viel Vermögen aufbauen, ja, über Zinseszinseffekt und so weiter und so fort, wenn du halt eben die Besteuerung so niedrig hältst. Das heißt, nach 2 Jahrzehnten ist es vielleicht für dich auch gar nicht mehr so relevant, dann 17% oder 30% zu zahlen oder du verziehst dann einfach, verlegst wieder deinen Wohnsitz in ein anderes Land, weil in 20 Jahren, wer weiß, was es dann für andere Möglichkeiten gibt, ja, oder gehst zurück nach Deutschland oder wie auch immer. Also du hast ja dann auf jeden Fall alle Papiere sicher und du hast halt deine Einkommensteuer gezahlt und du hast alle Papiere, deine Steuerzertifikate und so weiter und so fort. Und das ist halt eben wichtig. Das heißt, selbst wenn du zurückgehst nach Deutschland, kannst du halt auch alles eindeutig nachweisen, was dir auch eine gewisse Sicherheit halt am Ende gibt. Ja, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, mit Goodbye Matrix und unserem Team, also mit Stefan und unserem Vorort, Steuerberater und so weiter, in Zypern Fuß zu fassen, dort deine Limited zu gründen, den Wohnsitz anzumelden, Non-Dom zu werden, für die Limited, die einmaligen Gründungskosten liegen bei 2.700 Euro bei uns und das ist halt schon mit der Company Incorporation inkludiert und Registration für als Steuerzahler, VAT, Social Insurance und so weiter und so fort. Das ist schon in 2.700 inbegriffen. Dann die Immigration oder Einbürgerung, ja der Yellow Slip, sind 300 Euro für eine Person. Wenn du jetzt als Ehepaar kommst, du bringst deine Frau mit zum Beispiel für 2 Personen 500 Euro. Und für Kinder müssen wir dann nochmal, sagt unser Steuerberater, unsere Kanzlei dann dir vor Ort, was es dann halt noch zusätzlich kostet. Aber das sind mal, also du musst halt zwischen ja, 3.000 und 3.200 Euro rechnen, was halt sehr überschaubar ist. Ja, wenn du kannst ja einfach dann noch gegenrechnen mit den Steuern, die du dann ab nächstes Jahr in Deutschland zahlen müsstest oder den Aufwand, den du hast mit einer Kapitalgesellschaft, wenn du das gründest. Oder halt auch, wie gesagt, mit dem Sven mal dieses Thema Genossenschaft durchgehen als Holding und dann mal einfach dieses Thema hier Zypern durchrechnen, wie hoch ist die Steuerbelastung am Ende, was hast du an Gründungskosten und so weiter und so fort. Und dann wird sich relativ schnell dann auch für dich sehr wahrscheinlich ergeben, dass es sich schon lohnt, nach Zypern zu gehen, sehr stark sogar lohnt. Es ist halt eben, es liegt halt an dir, dass du halt eben bereit bist, auszuwandern, ja, und bereit bist, deinen Wohnsitz zu verlegen. Ich weiß, dass es für viele Leute, die können sich das nicht vorstellen. Ich bin ja auch vor 4 Jahren aus Deutschland ausgewandert, hatte am Anfang auch sehr viele ja, Bedenken, was das angeht. Ich denke, der Stefan hatte, du hattest ja auch sehr wahrscheinlich ein paar Bedenken am Anfang, aber das
neutralisiert sich nach der Zeit, gerade weil da auch so eine krass große Community mittlerweile in Zypern ist. Das heißt, man findet direkt Anschluss, ja. Und das ist halt letztendlich der Hauptpunkt. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Also hier nochmal Buchhaltung, muss mit 1.000 Euro bis 1.200 Euro im Jahr gerechnet werden. Da müssen wir dann halt, müsst ihr halt mal durchsprechen, wie viele Buchungssätze es gibt, wie viele Transaktionen und so weiter und so fort. Audit 1.000 bis 1.200 Euro. Substanzaufbau kann auch vor Ort gemacht werden. Wenn du halt sagst, du möchtest nicht nach Zypern unbedingt auswandern, aber das geht eben als Trader nicht, also du kannst nicht in Zypern, durch die Außensteuergesetzgebung in Deutschland ist es nicht möglich, das wirklich steuerlich zu optimieren. Also das kann man auch nochmal persönlich dann im persönlichen Beratungsgespräch machen, aber wenn es jetzt reine passive Einkünfte sind aus Kapitalerträgen, dann ist es mit einem deutschen Wohnsitz fast unmöglich, im Ausland Steuern zu optimieren bei Kapitalerträgen. Genau. Und die Kostentabelle mit allen Kosten für die Buchhaltung und so weiter und so fort findest du halt gut bei matrix.com/cy-kosten. Und jetzt macht der Stefan dann noch weiter mit den Punkten, warum ist Zypern eigentlich so geil und warum ist da eben eine Auswanderung gegebenenfalls gar nicht so schlimm, weil man halt eben direkt auch Anschluss findet. Ja, mache ich sehr gerne. Danke dir, lieber Sergio. Ich wollte noch kurz was nachschieben zum Thema Yellow Slip. Aus der Praxis heraus, weil wir, wie gesagt, regelmäßig Gespräche auch haben. Ich bin nicht bei allen dabei, aber das kam mir gerade in den Sinn, ja, dass jemand außerhalb, also ganz normaler, als normale Person bei dem Immigration-Amt einen Termin für die Einbürgerung beantragt hat. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, August oder so, oder war schon Anfang September, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es als Ergebnis einen Termin in 3 Monaten. Ja, so, und wir haben, also ich weiß, dass das innerhalb von einer Woche geht, ja, ich hatte einen Klienten, der montags kam, der war nur eine Woche auf Zypern und sagte, hey, ich möchte die ganze Gründung haben, also die Firmengründung gemacht und dann auch den Yellow Slip am Freitagmittag in der Tasche gehabt, ja, also das geht durchaus viel, viel schneller. Das sind solche Dinge, wenn man halt mit einem etablierten Netzwerk arbeitet, auch von der zypriotischen Seite. Die sind seit 20 Jahren im Business, ja, haben in UK studiert, also sind international auch aufgestellt und fit und hier entsprechend natürlich auch bestens vernetzt. Starke deutsche Unternehmer-Community, wie gesagt, mittlerweile in den letzten 36 Monaten können wir sagen, also ich würde sagen zigtausende, wie viel es genau sind, wissen wir natürlich nicht, aber wir haben auf den Stammtischen haben wir immer zwischen 40 und 60 Teilnehmer. Gerade der letzte September-Stammtisch war auch wieder sehr, sehr stark. Ganz viele tolle neue Menschen dazugekommen. Unternehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also es ist nicht mehr nur wie vor 3, 4 Jahren, ich sag mal, der klassische Online-Unternehmer oder Coach oder Internet-Marketer, ja, oder Affiliate, sondern es kommen Unternehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen mit den unterschiedlichsten Businessen hier auf die Insel, entdecken die Insel für sich, ja, und gestalten ihr unternehmerisches Leben neu und natürlich auch ihr privates Leben, ja. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, du setzt dich ins gemachte Netzwerk oder Nest, ja, in Nord- wie auch Südzypern und musst nicht bei Null anfangen, ja, musst dir nicht alles selbst zusammensuchen, sondern kannst entsprechend unser Netzwerk nutzen. Und für viele ist der Einstieg hier am Stammtisch. Die kombinieren das, wenn sie zum Beispiel auch mit mir auf die VIP-Touren gehen, ja, dann ist Stammtisch mit dabei, um dann auch mit anderen sich auszutauschen, nicht nur zu hören, was erzählt der Stefan Berns dort, sondern halt auch mal von anderen Sichtweise zu bekommen. Und da bist du, wie gesagt, herzlich eingeladen. Die Location hat sich mittlerweile geändert. Wir sind in die schöne Tochni-Taverne gegangen seit März 2020. Typisch zypriotisches Dorf, typisch zypriotische Taverne. Gibt's wunderbare, leckere Mese und kommt sensationell gut an. Genau, mach gerne mal die nächste Slide. Community-Events, genau. Ob es jetzt Segeln ist, dieses Jahr waren wir sehr, sehr viel segeln. Zum Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder wann auch immer das passt, sind wir draußen. Und Jeep-Safaris, Schnuppergolfen haben wir, Quad-Touren, die ich jetzt starten werde, steht bei mir oben mit auf der Agenda für die Community. Shisha-Tasting-Club, also wenn du gerne mal eine Pfeife rauchst, gibt es auch hier Leute, die das genauso tun. Und also Lifestyle, Lebensqualität, Lebensfreude, positive Energie stehen hier ganz, ganz oben auf der Agenda. Und wenn ich so in mein altes Land, wo ich geboren bin, zurückschaue, ja, schwindet es immer mehr, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen.
Ich habe dir hier, oder Sergio hat dir hier so ein paar Impressionen aus Larnaca, aus der Larnaca-Region mit draufgepackt, ja, damit du einfach siehst, das ist da, wo man nicht nur Urlaub machen kann, sondern wo man wirklich sehr, sehr gut leben kann, in einem Land, wo es Spaß macht zu leben, hohe Lebensqualität. Das Preis-Leistungs-Gefüge ist ähnlich wie in Deutschland oder Österreich, jedoch eine doppelte und dreifache Lebensqualität, die du hier hast. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich, sehr positiv. Und hast also, ja, an allen Aktivitäten, die du dir nur vorstellen kannst, die du hier findest, ja, ob es alle Wassersportmöglichkeiten ist, ob es Trekking, Hiking, Radsportmöglichkeiten, ja, schönste Hotels, traumhafte Location, es ist alles vorhanden, ja, die Regionen sind unterschiedlich, wir haben den Mount Olymp mit 1980 Meter, hier zum Beispiel ist Nicosia, die Seite hinter der Grenze, die auch immer mehr, ja, restauriert wird, wo du aus der byzantinischen Zeit hier zum Beispiel Bauten hast. Also es ist sehr, sehr umfangreich und auch ich habe in den 4 Jahren jetzt noch lange nicht alles gesehen und es passiert eine ganze Menge. Es wird restauriert, es wird gebaut, ja, Neubauten auch. Hier haben wir zum Beispiel genau das Todos, ja, mit 1952 Metern und ich habe es gerade dem Sergio erzählt, wir hatten den heißesten Tag, den Zypern jemals erlebt hat. Und wir waren unterwegs, unter anderem zu dieser Location hier, wo es diesen Infinity Pool rechts oben gibt. Und da war auf der Autobahn in Limassol, hatten wir 40 Grad und oben waren es dann 25 Grad. Also auch schöne Temperaturunterschiede im Sommer hier. Das Ayia Napa, ich glaube, laut TripAdvisor unter den Top 3 oder vielleicht sogar einer der schönsten Strände Europas, Nisi Beach. Also wie in der Karibik, wie du das hier siehst, ja, türkis klares Wasser und einfach Destinations, wo du alle deine Träume verwirklichen kannst und deinen Traum leben kannst. Ja, Cyprus, the place to be. Ich kann wirklich nur sagen, komm her, schau dir die Insel an, ja, investiere 2, 3 Tage, dann hast du einen guten Überblick. Die meisten machen so 2, 3 Tage, wenn sie Touren mit uns buchen, kombiniert mit dem Steuerberater mit dabei. Und da kann ich dir auch nur eine Empfehlung geben. Du kriegst natürlich im Netz, kriegst du ohne Ende Informationen, ja, so. Und oft kriegen wir auch in den Communities die Fragen, ja. Da möchte ich dir einfach den wirklich gut gemeinten Rat geben. Sprech mit Experten, die ja seit Jahrzehnten nichts anderes machen, die tagtäglich nichts anderes machen, ja. Und bewaffne dich nicht mit Laienwissen, ja, weil deine Situation ist individuell, ja, und deshalb brauchst du einen Fachmann. Ja, und gerade für Steuern oder rechtliche Geschichten haben wir einfach Fachleute auf Zypern. Und da kann ich dir nur anbieten, das ist für dich kostenlos und unverbindlich, das Erstgespräch mit diesen zu sprechen. Ja, so mach dir deine Fragenliste fertig und dann dauert ein Gespräch 60 bis 90 Minuten und damit hast du alle Fakten geklärt. Was das Investment, was die Kostennoten angeht, das weißt du jetzt schon durch dieses Webinar. Und deine individuellen Themen, die kannst du dort klären, ja, und dann weißt du, bist du bestens präpariert. Genau. Was wir aktuell anbieten, sind geführte VIP-Tagestouren, die wir jetzt ganz, ganz intensiv durchführen. Die Nachfrage ist extrem hoch, deshalb auch meine Bitte hier, immer frühzeitig mir eine Info schicken, dann kann ich dir sofort die Tage blocken und auch die Termine bestätigen. Deine Wunschtermine. Wir gehen dann zusammen zum Steuerberater, bauen das mit ein. Und dann hast du halt hier wirklich auch eine kompetente Information und kannst darauf deine weiteren Planungen, Auswanderungsschritte dann auch entsprechend umsetzen. Viele gründen auch sofort bei diesem Ersttermin, wenn dann alles klar ist, ja. So, und ja, dann sind viele innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten auch dann komplett schon hier auf Zypern, je nachdem, wie die Situation im Heimatland noch ist, was noch aufgelöst werden muss oder gemacht werden muss. Manchmal läuft es auch parallel, also da musst du dir auch keinen Stress machen, ja. So, wenn du abgemeldet bist, steuerpflichtig dann auch entsprechend abgemeldet bist, ja, und noch andere Dinge irgendwie gestaltet werden können im Heimatland. Viele machen es da auch entsprechend so. Genau, persönliche strategische Beratung zur Unternehmensentwicklung, weltweiter Standortanalyse ist die Expertise von Sergio. Und der hat den Global Overview, wo es auch da die besten Destinations gibt. Haben wir noch einen Punkt mit drauf? Genau. Ja, nö. Da bleibt mir nur noch zu sagen, wann darf ich dich Zypern begrüßen, wann gehen wir zusammen auf Tour, wann darf ich dir die wundervolle, schöne Insel Zypern vorstellen. Ich freue mich drauf.
am allerliebsten bitte schick mir eine Information, nicht per Telegram oder sonst wie, sondern ausschließlich über WhatsApp, das ist mein Hauptkommunikationskanal. Und du siehst hier meine Rufnummer oder hier auch den Link bitmymatrix.com/cy. Dort ist auch ein Button, brauchst du nur draufklicken, dann bist du sofort über WhatsApp mit mir verbunden. Mach mir eine kurze Voice oder mach mir eine Textnachricht. Wichtig, sag noch deinen Vor- und Nachnamen, damit ich dich zuordnen kann. Und dann sind wir im Prozess und ja, dann kriegen wir schnellstmöglich auch für dich die optimale Lösung hin, dass du hier auch demnächst dein Traumleben auf Zypern leben kannst. Ja. Ja, super geil, Stefan. War ein super cooler Livestream und ich hoffe auch, dass du als Zuschauer einiges daraus ziehen konntest jetzt. Und wie gesagt, also Zypern ist innerhalb Europas somit die beste Destination für Daytrader oder generell, wenn man von Kapitalerträgen hauptsächlich lebt. Ich schaue jetzt mal kurz in den Fragen. Also wir hatten hier eine, der Dietmar fragt, wie verhält sich das denn eigentlich, wenn ich ein Online-Business starten will mit digitalen Produkten? Ja, Dietmar, also das ist letztendlich genauso eigentlich, wie ich das gesagt hatte, mit der Besteuerung, also an dem System, verändert sich da nicht viel. Also letztendlich gründest du halt eine Zypern Limited und diese Zypern Limited entwickelt halt diese digitalen Produkte. Die Zypern Limited hat dann alle Einnahmen und hat natürlich auch Kostenpunkte, die sie dann absetzt. Und am Ende bleibt halt der Reingewinn übrig und auf diesem Reingewinn werden dann halt 12,5% Körperschaftssteuer gezahlt. Und man selbst wird, stellt sich halt an als Director von dieser Limited, mit der Geschäftsführer und kriegt ein Gehalt von der Zypern Limited. Und ja, auf dieses Gehalt muss man Sozialbeiträge zahlen, ja, aber man guckt halt eben, dass man halt mit diesem Gehalt unter 19.500 Euro bleibt. Man kann auch nicht hier sagen, ja, ich mache 0 Euro, weil Zypern sagt schon, die Behörden sagen schon, ja, du musst schon von irgendwas leben in Zypern und du musst schon deine Sozialbeiträge zahlen. Also es geht jetzt hier nicht zu sagen, ja, ich mache nur, mach mir ein Gehalt von 1.000 Euro im Jahr. Also es geht natürlich nicht, um die Sozialbeiträge dann zu drücken. Es gibt da so ein Mindesteinkommen im Jahr, etwas über 10.000 Euro, zwischen 10 bis 19.500 Euro muss man so mal Minimum ansetzen. Darauf werden halt die Sozialbeiträge kalkuliert. Da kann der Stefan gleich was zu sagen, weil da noch eine Frage zu war, wie hoch die Sozialbeiträge sind. Und alles, was man dann zusätzlich braucht, man zahlt ja dann keine Einkommensteuer, ja, weil nur das persönliche Einkommen aus der Zypern Limited, welches man als Geschäftsführer bekommt, das Geschäftsführergehalt, das unterliegt ja der Einkommensteuer. Aber wie gesagt, wenn man unter 19.500 Euro bleibt, ist es halt im Einkommensteuerfreibetrag und man zahlt keine Einkommensteuer. Und dann ist ja, dadurch, dass wir uns als Non-Dom angemeldet haben, hatten wir auch gerade schon die Unterschiede genannt, entfällt halt die SDC und dementsprechend ist es halt komplett steuerbefreit, diese Dividende, die wir uns als von der Limited aufs Privatkonto auszahlen, ja. Und dadurch, ja, sind wir dann da steuerfrei, also zahlen halt noch die National Health System Abgabe und das war's, ja. Und alles, was wir zum Leben brauchen und mehr rausholen wollen, wo wir uns einfach als Dividende ziehen aus der Firma raus. Und dadurch sind wir halt extrem steueroptimiert. Und es funktioniert halt eben genauso mit digitalen Produkten. Digitale Produktunternehmer sind halt in der Regel flexibler. Also da macht es vielleicht Sinn, mit mir auch nochmal eine Beratung zu machen. Es kann sein, dass halt einfach, wenn du räumlich frei sein willst und noch freier sein willst, dass man ein anderes Setup machen kann. Über die USA zum Beispiel, ein US-LLC oder kanadische LLP und nirgendwo wirklich einen Steuerwohnsitz oder im Land mit Territorialbesteuerung. Also da gibt es ja, es kommt auch immer, wie gesagt, individuell auf die Person an. Wo möchte die Person jetzt letztendlich leben? Möchte sie in Südostasien leben? Möchte sie in Südamerika, Mittelamerika leben? Möchte sie in Europa, in Afrika? Also das sind dann halt so viele Einzelkomponenten. Ja, da ist dann halt, dafür haben wir ja unseren Service auch, dass wir halt sagen, okay, in diesem Fall macht halt das und das Setup Sinn, dass man da halt ja, sich perfekt aufstellt. Aber Zypern ist natürlich auch für digitale Produktunternehmer super interessant und auch super steueroptimiert im EU-Raum. Und wir haben sehr, sehr viele digitale Unternehmer, die digitales Coaching machen, also Online-Coaching oder digitale Produkte produzieren und so weiter und so fort. High-Price-Coaching, Consulting, auch Softwareentwickler, also das ist alles möglich in Zypern, ja. Stefan, wir haben ja noch eine andere Frage von jemandem, der sagt, ja, ich habe schon verstanden, dass ich keine Einkommensteuer zahlen muss und die Körperschaftssteuer fällig wird, aber wie sieht es denn aus mit der Höhe der Sozialbeiträge? Hast du die gerade im Kopf? Ja, wie gesagt, was du schon gesagt hast, 2,65% ist das, was ich als Angestellter zahle für dieses General Health System und als Unternehmer zahle ich 2,9%. Ja, aber für das auf das Gehalt kommen ja auch noch Sozialbeiträge für Krankenversicherung und sowas. Hast du das gerade im Kopf? Sind das 6,8%? Das ist die Krankenversicherung. Das ist das General Health System, GESI. Mhm. Nee, aber ich meine auf das persönliche Einkommen, auf das Geschäftsführergehalt, hat man ja auch noch Sozialbeiträge. Hast du die Sätze gerade im Kopf? Ah, nee.
Ich glaube, es sind 6,8% für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist so ungefähr. Oder 8,6, irgendwie sowas. Genau, das müssten wir, da können wir nachreichen. Kann ich dann nochmal, jetzt gerade leider nicht im Kopf. Genau, was haben wir sonst noch für Fragen? Ja, wie sieht es aus bei Kryptowährungen und Forex? Also Forex hatten wir ja schon auseinandergenommen, hatten wir ja schon gesagt, wie es aussieht. Also ist natürlich steuerbar in Zypern und dementsprechend macht es Sinn, das halt über eine Limited zu machen. Und bei Kryptowährungen gibt es halt aktuell noch keine wirkliche Rechtsprechung. Hier gehen dann halt einige Trader hin und machen es auch über eine Auslandsgesellschaft gegebenenfalls oder lassen es halt über die Limited laufen und besteuern es ganz normal. Also da gibt es halt, das ist momentan eher Georgien zum Beispiel interessanter, weil die haben da schon ein eindeutiges Gesetz rausgebracht, die haben das schon alles reguliert. In Georgien zum Beispiel, wenn man jetzt hauptsächlich von Kryptowährungen, vom Handel von Kryptowährungen lebt, kann man natürlich auch räumlich komplett frei sein, weil es ja ein komplett unabhängiges System ist, so gesehen, ja, ein Finanzsystem. Man kann aber halt auch in Länder gehen, die das halt letztendlich freistellen. Das zum Beispiel Georgien hat da eine Gesetzgebung, die da sehr, sehr spannend ist für Kryptowährungstrader. Genau. Und jetzt fragt hier, okay, 60 Tage in Zypern ist ein Muss, aber wie sieht es aus, wenn ich länger als 6 Monate in einem anderen EU-Land aufhalte, nicht in Deutschland? Ja, dann wirst du dort mit hoher Wahrscheinlichkeit dann steuerpflichtig. Also das ist halt eben das, was ich ja gesagt habe, man kann halt nur sich diese 60-Tage-Regelung letztendlich nutzen, wenn man nirgendwo sonst auf der Welt steuerpflichtig wird. Und die meisten Länder der Welt haben Regeln, das mit der 183-Tage-Regelung, das heißt, wenn ich mindestens 183 Tage in einem Jahr, pro Steuerjahr in einem Land war, dann werde ich dort steuerpflichtig, weil ich kann ja in keinem anderen Land der Welt dann länger als 6 Monate mich noch aufhalten. Das geht ja dann nicht mehr im aktuellen Kalenderjahr. Und dementsprechend haben halt die meisten Länder der Welt diese Regelung, diese 183-Tage-Regelung. Und nach 6 Monaten wird man dort dann halt spätestens steuerpflichtig. Und dementsprechend würde man dann halt in diesem anderen EU-Land steuerpflichtig werden. Und Zypern hätte man dann keinen Anspruch mehr auf diese 60-Tage-Regelung. Und das wird dann halt letztendlich nach hinten losgehen. Ja, und dann könnte man gegebenenfalls dann da ein Probleme bekommen, weil man halt letztendlich dann in dem anderen EU-Land dann steuerpflichtig ist, dort Steuern zahlen muss. Und da muss man schauen, wie wird das, haben die auch ein Außensteuergesetz, also CFC-Rules, gibt es da eine Art Hinzurechnungsbesteuerung wie in Deutschland und so weiter und so fort. Und also das kann dann halt wirklich ganz böse ausgehen. Also da würde ich halt immer darauf achten, dass man halt, wenn man reist und räumlich frei sein will und sich anderen dann aufhalten möchte, dass man eben die Regeln des jeweiligen Landes sich genau anschaut und das studiert. Das kann man in der Regel ganz einfach nachvollziehen, wenn man bei Google eingibt, Tax Resident und dann, also nicht Tax Resident, solche Bulgaria oder sowas. Und dann stehen normalerweise sofort die Regeln, wie viele Tage man sich im Jahr in Bulgarien aufhalten müsste, um dort steuerpflichtig zu werden. Ja? Also dass da einfach darauf achten, dass man nirgendwo anders steuerpflichtig wird. Ein sehr wichtiger Punkt nochmal. Aber wie gesagt, Zypern, hast du ja gesehen, ist generell ein sehr, sehr schönes Land und es lässt sich dort sehr, sehr einfach lange aushalten. Ja? Dadurch, dass halt eben auch eine riesengroße deutsche Community mittlerweile da ist. Und einfach ist es auch wunderschön, ist dort. Du hast eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, einen sehr hohen Lebensstandard. Es ist preislich ungefähr wie Deutschland, richtig, Stefan? Ja, ich würde sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, preislich wie in Deutschland oder Österreich, allerdings mit einer doppelt- und dreifachen Lebensqualität, die du hier hast. Ne? So, und das macht natürlich enorm viel aus. Über 320 Tage Sonne im Jahr, du hast Traumstrände hier, du hast Natur hier, du hast das Todesgebirge hier, ja. Und das, was du halt vielleicht vermissen würdest, wie ein Laubwald oder was weiß ich, was da alles so gibt an persönlichen Befindlichkeiten, das kannst du dir innerhalb von 3,5-4 Stunden, kannst du dir das organisieren, wenn du nämlich dahin fliegst. Ja, und wir gehen ja mal davon aus, dass die Flugsituation sich auch wieder verändert. Im Moment ist es sehr, sehr entspannt. Also wir haben permanent halt Leute, die auch aus Deutschland kommen und ja. Also insofern. Wir haben gerade eine Frage, Stefan, wie aktuell die Einreisebestimmungen sind. Du brauchst einen Flight Pass, einen Cyprus Flight Pass. Einfach bei Google eingeben, den musst du ausfüllen. Und es werden Tests durchgeführt, die werden aber sporadisch durchgeführt. Und ich spreche immer wieder mit Leuten, also viele sagen, gar nichts gewesen, gar nicht getestet gewesen. Dann mal der ganze Flieger. Also das passiert. Vor Ort haben wir eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Banken oder sonstigen, Apotheke oder Supermarkt. Musst du halt das Ding mal 5 Minuten aufhaben, wenn du was zu essen haben willst. Genau. Und ansonsten ist es relativ entspannt und ja, das ist die aktuelle Situation. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal die Sozialversicherung rausgesucht. Das blende ich dann nochmal kurz ein, dass wir das haben. Kann man das lesen?
Also es ist hier von dem größer, aber da kannst du sehen, ja. Das ist jetzt hier vom Government die Seite. Und das sind halt die Abgaben für Employed Persons Contribution. For the Employed Person, the rate of contribution is 17.9%. 6.8% is payable by the employer, also von einem selber. 6,8% by the employee. Und also vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber 6,8% und 4,3% vom Staat. Also das sind die aktuellen Sozialversicherungsbeiträge oder Sätze, dass wir das auch noch dann haben. Genau. Super. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt auch eine Stunde gequatscht. Super geil, Stefan. Ich habe jetzt mega viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass du auch, wenn du jetzt Trader bist oder generell einfach ein Online-Business hast oder dich aus Deutschland verabschieden willst, warum auch immer, dass Zypern vielleicht für dich eine super Option ist. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, Zypern einfach zu besuchen. Und wenn du es halt eben direkt von Anfang an halt auch direkt von jemandem gezeigt bekommen möchtest, der schon seit 2016 vor Ort lebt, dann kann ich dir das halt nur ans Herz legen, mit dem Stefan so eine Tour zu machen, so eine VIP-Tour. Der geht mit dir dann alles durch und sagt, okay, die und die Region ist spannend für dich, wir können da einen Tagesausflug hin machen. Dann kannst du halt, wie gesagt, danach den Steuerberater besuchen auch noch und andere Events kann man da noch versuchen mit einzubauen. Und ja, letztendlich ist es halt für mich so mit die beste Möglichkeit, vor Ort direkt vom Langzeitauswanderer an die Hand genommen zu werden und das Land gezeigt zu bekommen. Ja, weil das ist halt eben letztendlich, was eine Auswanderung schwierig macht. Du weißt eben Einzelheiten nicht, ja, wie es genau alles funktioniert. Ja, wie finde ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung, welcher Immobilienmakler, welcher Internetanbieter ist verlässlich, welche SIM-Karte und so weiter und so fort. Das sind ja so viele Kleinigkeiten, ja. Und wenn du dann halt mit Leuten da bist, die schon länger dort leben, auch den Unternehmerstammtisch zum Beispiel machen, also das sind halt dann wertvolle Kontakte, die du dir halt einfach letztendlich diese ganze Zeit kannst du dir halt am Ende sparen, ja. Und gerade als Trader würde ich mir halt wirklich sehr stark überlegen, ob ich 2021 noch in Deutschland bleiben möchte, ja, weil es halt wirklich sehr, sehr restriktiv wird, als Privatperson nahezu unmöglich. Wie gesagt, die Möglichkeit über eine Genossenschaft als Holding ist ein Konstrukt, welches sehr gut funktioniert, welches wir auch schon mit sehr vielen Tradern schon umgesetzt haben. Das ist halt eben für die Leute, die gar nicht auswandern wollen. Und wenn du sagst, okay, ich kann es mir vorstellen, auszuwandern, dann halt einfach, wie gesagt, beim Stefan hier melden oder bei mir, bei unserem Team, eine persönliche Beratung vereinbaren oder halt direkt die VIP-Tour mit dem Stefan. Du kannst auch direkt mit unserem Steuerberater quatschen, wenn dir das auch lieber ist. Und ja, dann machst du dich auf den Weg nach Zypern, ja. Und lebst danach dann halt wirklich ab nächsten Jahr wirklich mal ein entspanntes Leben als Trader mit einer hohen Lebensqualität und ohne, dass man halt andauernd immer darüber nachdenkt, wie, was kommt morgen für ein Brief im Briefkasten vom Finanzamt und haben sie sich schon wieder irgendeinen neuen Blödsinn überlegt, ja. Und das ist halt letztendlich, Deutschland macht sich dadurch leider sehr unattraktiv. Aber das sehen wir jetzt schon seit Jahren, diesen Trend. Das halt einfach für Leute, die einen Mehrwert darstellen für die Gesellschaft und Unternehmer sind, die werden halt einfach bestraft und Leute, die von den Taschen des Systems leben, letztendlich profitieren immer mehr. Dieser Trend ist leider da schon seit Jahren und ich weise auch schon seit Jahren darauf hin und ich denke nicht, dass es besser wird in der nächsten Zeit und deswegen ist es halt einfach auch vielleicht sinnvoll, wenn man halt sich einfach dem nicht mehr aussetzen will, zu sagen, hey, ich verlege meinen Wohnsitz, ja, und say goodbye und lebe mein Leben dann in Ruhe weiter, ja, auch im wunderschönen Land. Genau. Stefan, hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Im Grunde genommen nichts. Also wer darüber nachdenkt, gerne nochmal auch das längere Webinar, was wir letztes Jahr gemacht haben, sich nochmal anschauen und da ist der Link, perfekt. Und dann gibt es nur eins, setz dich in den Flieger rein, sag mir, wann du landest und dann schauen wir uns zusammen Zypern an. Du hast eine enorme Zeitersparnis. Also das fiel mir gerade nochmal ein, weil wenn du das alles selbst rausfinden willst, recherchieren willst und, ja, kannst du natürlich auch machen, aber es kostet unglaublich viel Zeit und viele Hidden Places, die findest du in der ersten Woche nicht, ja. Ich weiß noch, wo ich erste Mal vor 4 Jahren hier hinkam, ja. Du kriegst aus dem Internet gar nicht dieses Bild, ja, so, weil es ist, Zypern ist wirklich sehr vielfältig, ja, ist umfangreich und das die enorme Zeitersparnis, die du in 3 oder 4 Tagen bekommen kannst, oder auch selbst wenn du nur einen Tag mit mir in einer Region unterwegs bist, ja, wird es dein Bewusstsein so enorm erweitern, welche fantastischen Möglichkeiten wir hier haben. In diesem Sinne freue ich mich darauf und sage herzlich willkommen auf Zypern, wenn du da bist. Und wir halten euch regelmäßig up to date in dieser spannenden Zeit, was hier passiert. Sind sicherlich in den nächsten Wochen, wenn was Neues kommt, wieder mal wieder live für euch da. Alles Liebe und einen schönen Tag noch.
Stefan, ich habe noch eine Frage, die können wir noch kurz beantworten. Sprachliche Barriere ist in der Regel kein Problem in Zypern, solange du Englisch sprichst. Hier hat jemand gefragt, wie sieht es aus mit der Sprache? Klar, Griechisch, aber alle sprechen Englisch. Also vielleicht kannst du da auch mal kurz noch was zu sagen. Das war für mich der enorme Vorteil, dass ich kein Griechisch sprechen muss. Ja. Und die meisten sprechen Englisch, hervorragendes Englisch, haben teilweise auch schon mal in Deutschland studiert. Das heißt, es kann ja passieren, dass die Zyprioten dich auch mit Deutsch ansprechen. Also Englisch brauchst du, kommst du wunderbar klar. Also auch selbst, wenn du nicht gewohnt bist, Englisch zu sprechen, vielleicht mal ein paar Hörbücher vorher reinziehen oder ein paar Videos auf Englisch und dann natürlich trainieren. Aber auch da können wir dich unterstützen, wenn beim Steuerberater irgendwie da Unterstützung, sprachliche Unterstützung brauchst. Das ist oft ein Grund, warum ich auch mitgehe. Du kommst relativ schnell rein. Halbes Jahr bist du da fit. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, eine riesengroße deutsche Community. Da kann man sich dann halt auch abends mit einem Bierchen zusammensetzen oder ein Glas Wein mit anderen Deutschen. Kann sich dann auch mit der Muttersprache unterhalten. Ja, absolut. Ja, super geil, Stefan. Dann danke für dieses super coole Live mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du als Zuschauer, wie gesagt, jetzt ins Tun kommen möchtest, melde dich beim Stefan, melde dich bei uns. Komm auf die Webseite goodbymatrix.com/cy. Dort findest du nochmal unser Detail-Webinar 1,5 Stunden lang, generell über Zypern, auch nochmal mehr Impressionen, Lebensqualität und auch diese Fragen, die jetzt kommen zum allgemeinen Leben, werden da auch nochmal tiefer besprochen. In diesem Sinne, over and out. Ich freue mich, von dir zu hören. In diesem Sinne, alles Liebe dir und pass auf dich auf. Tschüss. Bald. Tschüss.